Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 762. Eichhorn-Wanderung am Freitag, dem 22. April 2022. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, sondern ich sitze im Garten meines Elternhauses in Kindberg in der Steiermark. Und es ist schon Abend, es ist düster, ein bisschen unheimlich, wenn man so das Licht in der Ferne sieht. Hier die Solarlampen leuchten auch schon, die leuchten ja bis in die frühen Morgenstunden, wenn genügend Sonne im Laufe des Tages runterkommt. Hier ist die Baustelle des Nachbarn und hier oben sehen Sie das Arbeitszimmer mit der Bibliothek, die ist einen Stock tiefer hier drinnen sozusagen. Ja, es ist fast ein bisschen unheimlich, der Abend, und der Lohn der Angst, die man hier empfindet, ist die Abendstimmung. Le salaire de la peur, der Lohn der Angst. Heute, vor 69 Jahren, bei den Filmfestspielen in Cannes, hochdekoriert. Einer, Sie erinnern sich, wir sind schon einmal gewandert, einer meiner Lieblingsfilme, ein sehr spannender Film von Henri Clouseau. Und dieser Film ist nicht nur ein Klassiker der Filmgeschichte, ein Klassiker der französischen und europäischen Kulturgeschichte. Nein, er war auch ein bedeutender Meilenstein in der Musikgeschichte. Denn dieser Film war es, der Herbert von Karajan dazu bewogen hat, zu sagen, Henri Clouseau, das ist der Mann, der Bilder machen kann. Mit ihm mache ich Musikfilme. So ist dann einiges entstanden, darunter auch die berühmte Aufnahme des A-Dur-Violinkonzerts von Mozart mit Yehudi Menuhin und den Wiener Symphonikern. Ja, leider ein paar Jahre später hat man sich in Mailand dann ein bisschen gestritten. Dann sind die beiden Herren auseinandergegangen und nicht wieder zusammengekommen. Ein Verlust für die Verbindung von klassischer Musik und Aufarbeitung mit Bildern im Film. Ja, ich wünsche Ihnen heute einen grusamen Abend, vielleicht nicht allzu gruselig in der Nacht im Garten, am Abend vielleicht schon noch, und vielleicht ein paar Blicke hineinwerfen in Der Lohn der Angst. Den französischen Titel sage ich lieber nicht noch einmal, denn so gut kann ich das nicht wiedergeben. Aber Der Lohn der Angst lohnt, angesehen zu werden. Auch heute noch und gerade heute ein unglaublich spannender und mitteilsamer Film, was Emotionen betrifft. Sozusagen, dieser Film ist der Adalbert Stifter der Situationsschilderungen von Seelen.